gibt Legenden. Vor langer Zeit gab es einen wirklich großen Wettkampf. Die so legendär sind. Zwischen Slidre und Flaglipper. Dass noch nie jemand davon gehört hat. Das Käserennen. Das Käserennen? Wie kann etwas, das ich nie zuvor gehört habe, so gruselig sein? Guten Morgen, Flaglipper! Und Slidre. Ihr Typen aus Flaglipper seid doch alle Weicheier. Slidre ist besser. Nein, Flaglipper! Hiermit fordere ich dich zum Käserennen heraus. Nach 68 Jahren wird endlich entschieden, wer tatsächlich besser ist. Ui, Slidre holt Emanuel Desperados ins Team. Nee. Desperados ist die einzige Person weltweit, die auf der Richterskala geführt wird. Wenn du gewinnst, kriegst du die Molkerei in Slidre. Aber wenn ich gewinne, kriege ich Clark Industries, wie du es ja nennst. Auf die Plätze. Das kannst du nicht einfach unterschreiben, Louis. Fertig. Das ist doch unser Haus. Los! Ja! Aua, ganz schlechter Start. Au! Was willst du denn eigentlich mit dem Haus von Alfie? Ich mache das Haus dem Erdboden gleich. Ohne Alfie Clarks Erfindung. Hilfe! Hat Flaglipper sowieso keine Chance. Dann ist Slidre besser. Das kann nicht schief gehen. Atemberaubend. Wir müssen uns zusammenreißen und ihre Achillesferse finden. Ganz ruhig. Wir könnten ab jetzt rückwärts gehen und immer noch gewinnen. Hilfe! Beeil dich, Luca! Wir müssen Heim und Herd retten. Alle beide? Bereit? Bereit wie noch nie zuvor. Noch nie weniger bereit gewesen. Wir werden auf der Tribüne stehen, ganz oben. Ganz oben? Ich hoffe, die Tribüne ist nicht allzu hoch. Louis und Luca, das große Käserennen. In der Zwischenzeit ein Klassiker. Sendepausenfisch.